Hallo liebe Faultiere und herzlich willkommen zum Thema öffentliche Aufträge 1. Wie sollen öffentliche Aufträge grundsätzlich vergeben werden? Bei der Vergabe von Aufträgen handelt es sich regelmäßig um Jedermann-Geschäfte, also Verträge, die der Staat mit anderen schließt. Er handelt dabei privatrechtlich. Wegen der besonderen Marktstellung der öffentlichen Auftraggeber und wegen der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung gibt es aber für Bieterinnen und Bieter in Vergabeverfahren besondere Rechtsschutzmöglichkeiten. Dabei gelten Haushalts- und vergaberechtliche Grundsätze. Den öffentlichen Aufträgen müssen Vergabeverfahren vorausgehen, die wirtschaftlich, wettbewerbsgerecht, diskriminierungsfrei und transparent vorbereitet und durchgeführt werden. Liegen die voraussichtlichen Auftragswerte oberhalb der von der EU regelmäßig festzulegenden Schwellenwerte, dann sind die Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und der aufgrund dessen erlassenen Vergabeverordnung anzuwenden. Unterhalb dieser Wertgrenzen gelten die Vorschriften der Unterschwellenvergabeordnung oder UFGO, einer Verwaltungsvorschrift. Je nach Ober- oder Unterschwellenvergabe sind für verschiedene Aufträge unterschiedliche Verfahren bestimmt. Das würde hier im Einzelnen den Rahmen sprengen, aber man kann bei den Ober- und Unterschwellenvergaben unterscheiden zwischen den öffentlichen oder bei Unterschwellenvergabe offenen und den beschränkten oder bei Unterschwellenvergabe nicht offenen Verfahren und zwischen denen mit vorherigem Teilnahmewettbewerb und denen ohne. Bei der Oberschwellenvergabe wird auch dann häufig von EU-weiter Vergabe oder europaweiter Ausschreibung gesprochen. Das ist nicht ganz passend. Die Ausschreibungen zum Teilnahmewettbewerb oder zur Angebotsabgabe werden zwar im Amtsblatt der EU veröffentlicht, aber bewerben dürfen sich grundsätzlich Unternehmen aus dem gesamten Geltungsbereich des GPA, einem Übereinkommen von 19 Unterzeichnerparteien, unter anderem der EU, aus der ganzen Welt. Und damit reicht's auch schon wieder. Bleibt faul und bis zum nächsten Mal.